Auch eine andere politische Bewegung im Arabien des 19. Jahrhunderts schöpft ihre Dynamik aus dem Islam. Vordenker der radikalen Bewegung ist Mohammed ibn Abdel Wahhab. Die Wahhabiten haben bald den gesamten Karawanenhandel unter ihrer Kontrolle. Kompromisslos verfolgen sie alles, was nach ihrer Ansicht dem wahren Glauben im Weg steht und nach Götzendienst riecht. Dichtung, Wissenschaft, Musik, Kunst und Schmuck gelten ihnen als Aberglaube und Teufelswerk. Dann folgt ein Schlag, der die islamische Welt zutiefst erschüttert. Er richtet sich gegen Medina, die Grabstätte des Propheten. Nach Mekka, der zweitheiligste Ort für die Weltgemeinschaft der Muslime. In früheren Zeiten hatten Reiche und Mächtige das Grab Mohammeds mit wertvollen Geschenken überhäuft. Im Frühjahr 1803 überfallen die Wahhabiten Medina und plündern das Grab Mohammeds. Denn dem Propheten, der nur ein Mensch war, zu huldigen, gilt den Fanatikern schon als Götzendienst. Viele Einwohner der Stadt kommen bei dem Überfall ums Leben. Ein Zeitgenosse klagt, sie sind Spalter, Unwissende ohne Weisheit und Frömmigkeit. Sie denken, dass die Menschen seit Jahrhunderten in Unglauben leben. Wenn sie könnten, würden sie selbst den Stein der Kaaba zerstören. Die Wahhabiten schänden nicht nur das Grab des Propheten. Sie zerstören auch die Gräber angesehener Männer, die im Volksglauben als Heilige gelten. Niemand hätte damit gerechnet, dass die Wahhabiten einmal weltpolitische Bedeutung gewinnen. Doch sie haben einen mächtigen Verbündeten, Muhammad ibn Saud. Der Anführer eines mächtigen Beduinenstammes stärkt den Fanatikern den Rücken. Die strategischen Ziele der beiden Männer ergänzen sich. Der eine will die arabische Halbinsel beherrschen. Der andere träumt davon, alle Muslime seinem fanatischen Bekenntnis zu unterwerfen. Mohammed ibn Sauds ehrgeizige Pläne werden zwar erst einmal scheitern, aber im 20. Jahrhundert reißen seine Nachfolger erneut die Macht auf der arabischen Halbinsel an sich und setzen ihre radikale Form des Islam durch. Es ist überhaupt keine Frage, dass die Wahhabiten schuld daran sind, dass der Westen den Islam nicht nur für monolithisch und unheimlich hält, sondern auch für gewalttätig und besessen von der Idee des Heiligen Krieges. Das sind die Grundlagen des Wahhabismus. Interessant ist allerdings die Tatsache, dass die Wahhabiten eine winzig kleine Fraktion der 1,5 Milliarden Muslime ausmachen. Wenn es in Saudi-Arabien kein Öl gäbe, wüsste heute niemand mehr etwas vom Wahhabismus, denn er ist ursprünglich eine Beduinenreligion. No one would have ever heard of Wahhabi Islam because it was a Bedouin religion.